Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal hatten wir den ersten Funkli gerettet, den Pechtfunkli. Da hatten wir dann zwei Shows einfach mal zur Abwechslung gemacht. Ich versuche mich jetzt aber wieder dran zu halten, nur eine Show pro Folge zu machen. Und, ja. Wir haben ja letztes Mal noch gegen Ende gelernt, dass wir ja doch noch ein bisschen was vor uns haben. Also pro Kostüm haben wir so drei Level vor uns. Und da erwarte ich dann noch sehr viel von dem Spiel. Heute wollen wir auf jeden Fall zuerst zum perfekten Raub. Da bin ich schon gespannt. Werde ich jetzt zum Dieb? Ich würde sagen, rein da. Und lass die Show beginnen. Ich habe das Gefühl, wir spielen jetzt Phantom der Oper. Eure Truppe ist einfach schrecklich. Oh. Gib Münzen. Münzen finde ich schön. Ist hier denn nichts zum Anfunkeln? Okay. Oh nein! Warte, noch nicht reingehen. Wir werden sie halten. Da kann ich nicht rein. Hier ist 100 pro irgendwo einer versteckt. Und ich übersehe ihn gerade wieder. Die Mülltonne konnte ich befunkeln. Waren hier noch mehr Mülltonnen? Hier hinten war noch ein, aber hat nichts geändert. Und die Läden scheine ich auch nicht rein zu können. Okay, dann pokern wir darauf, dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe bis zu diesem Zeitpunkt. Bin schon gespannt, was für Kostüme ich hier kriege. Da sehe ich auf jeden Fall was. Und das ist auch der erste, okay. Hab noch nichts verpennt. Okay, über die kommt man nicht drüber. Oh, das Licht macht sie kaputt. Die mögen also kein Licht. Oder zumindest kein Blitzlicht. Hallo. Ja, mache ich sofort. Okay. Ich kann nicht da hoch. Ist hier was versteckt? Ich dachte es mir. Ich dachte mir schon, dass hier irgendwo was versteckt sein muss. Es ist zu typisch für dieses Spiel. Na gut, hier war die Schleife, ne? Haben wir das schon mal erledigt?
Ich kriege jetzt bestimmt ein neues Kostüm. Er schreit doch nach neuem Kostüm. Ich habe immer Angst, einen zu verpennen. Mir gefällt die Hintergrundmusik gerade richtig gut. Meisterdieben einfach. Ich dachte mir schon, irgendwie muss man hier doch bestimmt was greifen. Hui! Ich will die Lichter hundertprozentig meiden. Okay, noch keinen verpennt. Das ist ein gutes Zeichen. Ich wollte eigentlich darunter ohne in die Lichter. Hat gut funktioniert. Ich wollte das Teil da oben nämlich nochmal aktivieren. Deswegen bin ich gerade hochgeklettert. Okay. Ach, das kann ich hacken. Oh, lecker. Muss ich das Ding irgendwie triggern? Irgendwas muss ich mit diesen Kästen doch machen, oder nicht? Ich kann nicht zurück. Ah, okay. Ich muss 100 Pro noch mal hier rein. Weil ich muss das Teil wahrscheinlich triggern. Dass es auf die Kisten irgendwie schießt. Ich bin zu doof. Kann ich jetzt wieder zurück? Nee, aber geheimer Bereich. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Okay, ich hab noch keinen verpennt. Dann ist ja alles gut. Ist sogar gewollt, dass ich hier so lang laufe. Okay, ich darf wieder was hacken. Kann ich auch irgendwie ducken? Ich stehe gerade so, dass es mich nicht trifft. Nein, 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 nein. Ich will nach da oben.
Wo komme ich nach da oben? Oh, nee, ich sehe schon, ich brauche richtig gutes Timing. Das könnte ein bisschen schwer werden. Ich muss wahrscheinlich genau da durchgreifen. Ja. Oh, richtig fies. Ich sah das Leuchten. Aber es war nicht das gewollte Leuchten. Zack. Sesam, öffne dich. Meisterdieben finde ich cool. Oh, ich habe zum ersten Mal alle Leben verloren. Ich verliere dann nur 10 Münzen? Ich verliere dann echt nur 10 Münzen. Okay, sterben ist ja wirklich überhaupt nicht schlimm. Ich kann die nicht mit dem Seil greifen. Okay. Mein Plan ist es, hier alles einzusammeln. Irgendwas übersehen. Wie immer. Als ob ich es timen würde, dass ich in die rein will. Also das Level muss ich wahrscheinlich nochmal. Hui. Ich könnte mir vorstellen, was ich übersehen habe. Da war wahrscheinlich noch mal irgendwo das Leuchten für die Spezialpose. Das ist ja auch so gefährlich. Die machen Fieses. Worth it. Ich wette mit euch, da war kurz vor dem Raum irgendwo dieses Posending. Da werde ich noch mal rein müssen. Oh. Ach, ich kann euch doch leben. Ein bisschen die Roboter gemobbt. Oh, ein Gleiter. Ich kann währenddessen nicht die Peitsche nutzen, habe ich gerade getestet. Scheiß drauf, das Ding ist wichtiger. Die 10 Münzen sind mir sowieso egal.
Das war ein richtig cooles Kostüm, auch wenn ich jetzt nochmal rein muss, weil ich das Posending nicht gesehen habe. Und ein weiteres erfolgreich abgeschlossen. Aber ich musste noch mal rein, weil ich habe einen Stern übersehen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich es gefunden habe. Jo, Leute, ich weiß, ich bin jetzt gerade nicht an dem Bereich, wo ich gerade eben war, aber wir sind hier gerade eben ja hier in dem Bereich einfach einen anderen Weg gegangen, anstatt einfach geradeaus weiterzugehen. Und ich wollte auch mal hier gucken, was so ist. Oh, und hier ist offenbar auch das Teil, was ich gesucht habe. Also, ich bin bei den Fließbändern gerade gewesen. Aber scheinbar ist hier kein Stern. So, einmal hier rüber. Ah, das wäre der andere Weg, wie man darüber käme. So wäre man eigentlich hier hingekommen. Und hätte sich da den Stern gekrallt. Ich hatte das ja so gemacht, ich bin hier drüber geklettert. Auf dem Kasten. Einfach instant hier drauf und habe von hier aus das dann betätigt. Das ist gerade eben, das war der eigentliche Weg. Okay, jetzt aber wirklich, wir sehen uns beim Stern, wenn ich den finde. Da sehe ich eine Leuchtstelle. Hier ist auch noch mal eine Plattform, die hatte ich übersehen. Ah. Das war der Stern, den ich übersehen hatte. Okay. Ich habe mich jetzt null bemüht, die anderen Steine so wirklich einzusammeln und den hier jetzt gesucht. Ich hatte erst im darauf vor dem Raum gesucht, da war der nicht. Dann bin ich nochmal hier reingegangen und dann habe ich den Raum hier komplett abgesucht. Weil der dann ja hier sein musste. Als ob hier drunter einfach so ganz versteckt so ein Podium mal wieder ist zum Posieren. Das habe ich jetzt gesucht. Die sieht man aber auch teilweise nicht. Na gut, wir sehen uns dann jetzt nach dem Level wieder, ne? So, jetzt haben wir dort den letzten Stern. Und wir haben haufenweise Münzen. Das mit den Münzen ist kein Witz, wir haben 800. Man kann da offenbar echt gut Geld farmen, aber diese Geldsäcke, die bringen so viel an Münzen. Ist unglaublich. Ja, dann gönnen wir uns mal, was wir uns hier gönnen können, ne? Nee, das Disco-Ding, das finde ich bisher am besten. Okay. Damit haben wir ein weiteres Stück fertig. Beim nächsten Mal der Tanz der Eisblumen. Dann sind wir auch schon fast fertig mit der Etage. Das verschwundene Relief kommt danach. Also da kommen noch zwei Kostüme auf uns zu. Ich kann immer mal eben kurz das Meisterdiebenkleid angucken. Nee, bisher mag ich das Disco-Kleid wirklich am meisten. Und wir haben da doch bestimmt ein schönes Abschlussbild. Das ist doch ein schönes Bild. Die Sammlung, die füllt sich so langsam. Wir haben die Meisterdiebin jetzt. Die Meisterdiebin, die hat mir übrigens so hart Kaito Kid-Vibes gegeben. Das ist genial. Also, das Meisterdiebin-Kostüm, das fand ich richtig nice. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt dann noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.